Bienvenue pour cette présentation du tout nouveau GLB, le 8e SUV de la gamme Mercedes-Benz dans le segment des SUV compacts, avec comme particularité exceptionnelle d'avoir une version compacte SUV qui peut accueillir jusqu'à 7 places. Nous allons découvrir aujourd'hui le GLB, finition AMG Line comme présenté ici, et nous allons découvrir ça tout de suite. Alors on peut parler de ce design très particulier quand même, hein, du nouveau GLB, qui va faire penser en fait à d'anciens clients qui auraient peut-être pensé rouler en GLK à l'époque. On peut l'appeler aussi le petit frère du GLS, un petit côté cubique de classe G. Effectivement, nous aurons une calandre très plane à l'avant, avec un capot nervuré bombé, aussi une nouvelle signature de la marque. On pourra également voir qu'on est sur une finition AMG Line, donc avec la grille diamantée à picot. Nous avons ici la présence d'une AMG Line avec le pack nuit. Donc on va pouvoir voir des décors insératifs, un cercle chromé qui était ici, qui serait laqué noir, avec un rappel dans la lame inférieure. Et nous avons ici la chance de vous présenter la nouvelle signature aussi très particulière du nouveau GLB, multi-beam LED, avec une très bonne visibilité la nuit jusqu'à 600 mètres de portée. Tout nouveau concept de voiture familiale qui allie quand même aussi sportivité. Nous avons cette de série au niveau du GLB, des jantes aluminium partant du 17 pouces, la version style, jusqu'au 21 pouces, la version plus dynamique avec le moteur AMG. Donc ici nous sommes en présence des jantes 18 pouces, diamantées noires du look AMG Line, qui va faire un rappel encore une fois dans toute sa fluidité au niveau des inserts, du noir laqué au niveau du rétroviseur, jusqu'au noir au niveau des barres de toit. Version familiale oblige, donc on va mettre aussi des belles vitres surteintées. Donc vraiment la version familiale et la sportivité. On va voir la suite pour le moment. Kommen wir nun zum Heck des neuen GLB. Schauen wir uns mal die Scheinwerfer hinten an, beziehungsweise die Rückleuchten. Und zwar sind die relativ modern und neu gehalten. Und zwar erinnert es uns ans Facelift-Modell des GLC. Wir haben nämlich das Design des GLC übernommen und auf den GLB übertragen. Und auch das wird signifikant für unsere Mercedes-Benz-Palette sein. Gut, kommen wir nun zum Stoßfänger hinten. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um einen AMG handelt, beziehungsweise um ein AMG-Paket besser gesagt, verfügt das Fahrzeug über einen riesig großen, sehr schön sportlich gehaltenen Diffusor. Dieser sportlich gehaltene Diffusor ist auch ebenso in schwarz lackiert. Und zwar kommt das daher, dass das Fahrzeug das sogenannte Night-Paket hat, wie mein Kollege es Ihnen vorher schon erklärt hat. Hinzu kommen natürlich dann auch noch die schönen verchromten Auspuffblenden zur rechten und zur linken Seite jeweils am Fahrzeug. Ein weiterer Bestandteil des sogenannten Night-Pakets ist halt natürlich auch noch das wärmegetönte Glas hinten. Aufgrund der Tatsache sind halt hinten die Fenster dann auch schwarz getönt. Gut, nun öffnen wir aber den Kofferraum des GLB. Und zwar öffne ich den Kofferraum mit einem ganz leichten Kick, sodass der Kofferraum sich öffnet, ohne dass ich überhaupt einen Knopf drücken muss. Sehr praktisch für Einkäufer beispielsweise. Gehen wir nun zum Kofferraumvolumen, beziehungsweise was ist denn überhaupt möglich in diesem Kofferraum? Und zwar haben Sie aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um einen Fünfsitzer handelt, einen doppelten Ladeboden. Das heißt, Sie nehmen den Ladeboden und können ihn nach unten verschieben. So, und haben dann nochmal mehr Kofferraumvolumen. Was allerdings auch für dieses Fahrzeug spricht, sind die zwei optionalen Sitze, die Sie hinzufügen können und die sich dann hier im Kofferraum natürlich befinden. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass die Menschen, die hinten sitzen wollen, natürlich auch einigermaßen Platz haben, aufgrund der Tatsache, dass es sich halt hier um ein relativ kantiges Fahrzeug, kastiges Fahrzeug handelt und so die Kopffreiheit natürlich besser gegeben ist. Interessanterweise können Sie auch die Kofferraumklappe verstellen. Das heißt, wenn Sie möchten, dass Ihr Kofferraum nicht unbedingt sehr hoch geht, können Sie ihn einfach stoppen und auch wieder zu. Aufgrund der Tatsache, dass es sich auch um einen Siebensitzler handelt, können wir die Rückbank sehr praktisch verschieben, und zwar um bis zu 14 cm. Ich demonstriere Ihnen das mal. Einfach hier unten den Hebel betätigen unter dem Sitz und so wird die Rückbank nach vorne geschoben. Wie Sie schön sehen können, ist diese auch zweigeteilt. Das bedeutet, Sie können diese autonom voneinander bewegen.
Das Positive ebenso ist natürlich, dass diejenigen, die dann im Fond sitzen, beziehungsweise im Kofferraum mehr oder weniger, natürlich auch viel mehr Platz haben. Eine weitere Sonderausstattung natürlich des Fahrzeuges wäre das sogenannte Panoramaschiebedach. Bei uns wirklich sehr, sehr groß, wenn Sie mal sich das Ganze anschauen. Und zwar führt das Panoramadach von vorne der Windschutzscheibe bis hin zur Rückbank, bis zum Ende der Rückbank vielmehr. Das ist sehr interessant. Und natürlich ist das Dach auch zu öffnen. Kommen wir nun zum Interieur bzw. zum Cockpit des Fahrzeuges. Wie Sie schön sehen können, falls Sie natürlich vorher das GLA-Video von uns gesehen haben, ändert sich im Cockpit-Bereich nicht viel. Wir haben wie beim GLA natürlich unser Media-Display, das auch über Touchscreen verfügt. Und zwar gehen Sie dann hier sind Sie schon im Menü und hier können Sie dann schön arbeiten. Ne? Über ein zusätzliches Touchpad natürlich. Hier ein voll digitales Instrumentendisplay. Dadurch, dass wir ein AMG-Line haben, sind natürlich auch die Sitze sportlich gehalten. Und auch das Lenkrad ist das mehr oder weniger Supersportlenkrad von Mercedes bzw. das AMG-Lenkrad. Der kleine, aber feine Unterschied zwischen dem hiesigen GLB und dem bereits gezeigten GLA befindet sich hier vor allem im Armaturenbrett. Und zwar haben Sie hier zusätzlich als Detail eine schöne Aluminiumleiste, die Sie ebenso auch in den Türen sehen können, besser gesagt hier und hier in der Mittelkonsole auf beiden Seiten. Und sehr schön auch noch zu erwähnen wäre natürlich die ambiente Beleuchtung hier, die das Ganze farblich stimmig abrundet. Voilà, donc comme mon collègue l'expliquait au niveau de l'interface multimédia, tout l'esprit sécuritaire de la voiture au niveau des technologies utiles, effectivement, cet esprit baroudeur du SUV rehaussé, on peut le voir. Hein. Donc, il y a quand même un bel espace de hauteur qui permet d'avoir des grandes portes, vraiment qui recouvrent toute la surface du bas de caisse, bien sûr jusqu'au rayon moteur, qui permet à l'arrière également de l'ouvrir très grande, d'avoir un grand espace ambulé ici pour les têtes, les enfants, les gens. Donc vraiment un passage vraiment très facilité et donc très bien au niveau des armatures des portes qui permet d'avoir une asynchronisation parfaite du véhicule à l'intérieur. Au niveau motorisation, sous le capot, je vais vous montrer ça, au niveau du GLB, trois motorisations essence, trois motorisations diesel. Donc au niveau motorisation essence et diesel, on est à chaque fois sur du 8 rapports au niveau de la boîte automatique, du 7 rapports automatiques sur le 200 essence, et donc des boîtes automatiques à double embrayage qui permettent beaucoup de fluidité et de rouler à votre aise. Donc au niveau des motorisations, effectivement là nous avons aujourd'hui un 200D, donc 150 chevaux qui est développé, et on peut arriver jusqu'au moteur AMG, donc un peu plus de puissance pour les pères de famille dynamiques, jusqu'à 306 chevaux. Erik, und was sagst du letzten Endes zu unserem neuen Mercedes-Benz GLB? Was hältst du davon? Marc, je dirais, très beau concept au niveau de Mercedes, de cette 8e SUV. C'est vraiment une belle nouveauté et surtout, j'apprécie cet esprit familial, un peu carré, vraiment baroudeur, sécuritaire et pouvant accueillir cette place. Mais maintenant, on pourrait le voir quand? Parce que cette période de crise ne facilite pas les choses. Bah, ça, évidemment, tu as raison. Natürlich. Momentan sind wir noch geschlossen, aber wir haben auch eine gute Neuigkeit für unsere Kunden. Und zwar öffnen wir ab dem 11.05.2020 wieder unsere Pforten für unsere Kunden. Das heißt, ihr seid alle herzlich willkommen, um das Fahrzeug euch selber anschauen zu können und vielleicht auch eine Probefahrt damit zu genießen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.